Die Mieten sind teilweise von 680 Euro, 700 Euro so, rauf auf 950 Euro bis 1000 Euro. An dem Haus wurde nichts gemacht, es ist heruntergekommen. Das Haus ist so in einem Zustand, dass dann halt teilweise auch oben unterm Dach Schimmel sich befindet. In gewissen Etagen befindet sich Schimmel. Gewisse Reparaturen müssen eigentlich vollbracht werden, dass wenn zum Beispiel Wasser nicht läuft in der Küche, dass man 3 Monate darauf warten muss, dass Wasser läuft in der Küche. Und das sind Bedingungen, die es so heutzutage im Jahre 2015 nicht geben sollte. NHS Home GbR heißt die. Das sind die neuen Eigentümer, die dann durch die Zwangsvollstreckung war das, glaube ich, die Immobilie durch das Amtsgericht war dann halt in Insolvenz verfahren, wurde dann halt dem vorigen Besitzer entnommen. Ja, wurde dann 1 Jahr lang von Wutzke und Förster betrieben und dann wurde das halt verkauft, das Objekt, an die NHS GbR, Home GbR. Sehr geehrte Mitarbeiterin der NHS Homes GbR und der Römer Immobilienverwaltung, wir, die Bewohnerinnen des Hauses Skalitzer Straße 142, fordern hiermit die Rücknahme der dreifachen Mieterhöhung, die sie zum 1. Juli ausgesprochen haben. Keine von uns Mieterinnen hat sie gezahlt. Es ist grausam, die Mieten mit einem Schlag um 40 Euro zu erhöhen, 400 Euro zu erhöhen, und es ist nicht gerechtfertigt. Sie streichen ominöse Sondervereinbarungen und Verzichte, die sie auch auf die schriftlichen Nachfragen unserer Anwältinnen nirgends erklären. Sie erhöhen die Verwaltungs- und Instandhaltungspauschale, obwohl das Gebäude seit 30 Jahren nicht instand gesetzt wurde. Das Gebäude verfällt. In den Wohnungen gibt es Schimmel, in den Küchen, Bäder und Wohnzimmern, Toilette und Abflüsse stinken. Aus letzteren quillt Dreckwasser. Eine Familie hat seit 4 Wochen kein Wasser in der Küche, obwohl wir mit unzähligen Anrufen und Briefen auf allen Mängel hingewiesen haben. Oft seit Jahren. Wir haben das Recht auf instand gehaltene Wohnungen. Wir haben das Recht zu bezahlbaren Mieten in den Häusern zu wohnen, die mit unseren Steuergeldern errichtet wurden. Wir sind Kreuzbergerinnen mit Familiengeschichten in der Türkei, Palästina und Sri Lanka. Viele von uns sind hier geboren, andere leben und arbeiten seit 40 Jahren hier am Kotti. Wir haben Kreuzberg zu dem gemacht, was es heute ist. Es ist unser Zuhause. Wir sind Kotti, wir bleiben.